So, hallo, wir machen weiter. Bei I Wanna Stop the Simulation. Wir sind beim The End is Nigh Abschnitt angekommen. Im Retro-Gedingse. Und bei The End is Nigh war eine Sache besonders schlimm. Das war diese Geschichte mit dem... mit dem... dass man schnell sein musste. Weil man, ich glaube, es war so eine Lichtquelle oder irgend sowas, was man sonst verliert. Oder ich weiß nicht mehr, was genau es war. Man musste irgendwie schnell sein, sonst stirbt man sofort. Ich hoffe, dass dieser Quatsch hier raus ist und dass es nur um das Festhalten geht. So ein paar Rätsel mit dem Festhalten bin ich dabei, aber mehr bitte nicht. Also, das war jetzt 1-1, jetzt kommt 1-2. Ich vermute, dass bei 1-10 Schluss ist. Ich glaube, ich konnte mich an die nicht festhalten, die sich bewegen. Wait, what? Ich muss da unten ran. Okay. Okay, das muss aber gut getimt sein. Uiui. Na, es geht gerade zu. Es ging gerade zu. Oder kann ich da drauf stehen? Nee, es bewegt sich alles, ne? Ich glaube, ich kann nicht da drauf stehen. Ich muss es aber ausprobieren einmal kurz. Oh, ich kann mich da doch dran festhalten. Okay. Oh, jetzt bin ich zu... Esse? Lass mich halt einfach da sterben, wo nichts ist. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte daneben testen, ob ich da stehen kann. Nein, kann ich nicht. Okay, alles klar. Hab ja gesagt, es sieht aus, als ob sich tatsächlich alles bewegt und es war auch so. Okay, aber dann halte ich mich halt da oben fest. Das ist okay. Kann ich mich da also doch dran festhalten. Sehr gut. Oh, gutes Timing gehabt, gerade auf jeden Fall. Jetzt mache ich hier Blödsinn. Mach doch bitte keinen Blödsinn. Wir sind erst in 1-2. Es kommt bestimmt, es geht bestimmt bis 1-10. Alles andere wäre echt komisch, wenn es nicht so wäre. Nice. So. Kann mich hier hinstellen, ne? Ja, das ist echt eine kleine Lücke. Aber wenn, dann von da. Oh, der Sprung ist auch nochmal fies. Scheiße! Ja! Das war nicht, was ich wollte. Oh Gott, und von vorn. Der Raum wird dauern. Der Endsprung ist auch nochmal fies. Schaut euch das mal an. Ekelhaft. Absolut ekelhaft. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Aber das funktioniert jetzt. Das kann ich ganz gut. Okay, das kann ich auch ganz gut. Gut, so. Letzter Sprung.
bin nicht mal in die untere Stachel rein, sondern einfach in die da drüben. Oh, das war schlecht getimt. So, ich sage, das funktioniert. Da hatten wir jetzt bisher auch keine Probleme. Okay. Da mache ich dann wieder Quatsch. Ist klar. Komm. Was soll das denn? Das hat man noch nicht. Es ist schlecht, dass das jetzt auch anfängt. Ja, weil jetzt habe ich nämlich... jetzt habe ich Respekt vor der Stelle. Mist. Okay. Es ist immer ganz schlecht, wenn man an Stellen neu stirbt, an denen man vorher nicht gestorben ist. Weil dann werden die Stellen, die einem einfach vorkamen, plötzlich doch nicht mehr einfach. Was ungünstig ist. Hält er sich da einfach fest? Mach das mal nicht, Kollege. Oh, yes. Okay. So. Nächster Raum. Oh nein, ich muss da unten mich an das... Wie mache ich das denn? Ich muss mich an dem Ding festhalten. Und dann da hoch und dann da. Okay. Das muss auch noch mit dem Ding getimt sein, weil danach ist. Dazwischen ist nichts mehr, wo ich noch irgendwas tun kann. Okay. Der Raum ist dafür ein bisschen kürzer. Ja, das kann schon gar nicht mehr funktionieren. Wie ist es, wenn ich sofort am Anfang losgehe? Passt es? Dann kannst du... Ja, das könnte passen. Ja, das passt gut. Dann kommt er gerade her. Ich darf da nicht stoppen. Dann erwische ich den. Perfekt. Nicht perfekt, aber gut. Timing verstanden. Direkt los. Einen Doppelsprung und dann passt die Geschichte. Okay, das kriegen wir hin. So. Jetzt kann ich da oben nicht pausieren. Die untere Stachel würde direkt hingehen. Okay. Ich könnte versuchen, mich ranzuhängen. Brauche ich gar nicht. Nein! Der einfachste Sprung des Raums und ich verhau ihn. Ah, das war bitter. Das war bitter. Also der Raum geht schneller. Das ist gut so. Der Raum ist nicht so schwierig. Außer, ich habe diesen Sprung versehentlich geschafft und der ist eigentlich super schwierig. Na, aber wirkt halt nicht so. Nein, da habe ich wieder... jetzt habe ich den oberen nicht. Den oberen habe ich wieder verpeilt. Huch. Da drauf landen. Na bitte. Na, jetzt sterbe ich da. Bin ich noch nicht gestorben bisher. Blöd. Das ist wie gesagt immer ärgerlich, wenn man neu stirbt. Weil dann die Stellen, wo man gerade noch nicht gestorben ist, plötzlich auch Problemstellen werden. Für den Kopf. Das ist nicht so gut. Das ist jetzt auch ungünstig. Ja, es ging. Jetzt komme ich da nicht mehr durch. Das ist
nicht das, was ich sehen will. Ich will sehen, dass die Stelle hier funktioniert. Oh Gott. Ja. Jetzt passiert aber leider der Quatsch, der nicht passieren darf. So. Wie bin ich davon durchgekommen? Zweimal bin ich durchgekommen. Und zwar auf Anhieb, ohne Probleme. Und jetzt plötzlich Probleme. Das ist nicht, was wir wollen. Das ist nicht, was wir wollen. Was habe ich gemacht? Was habe ich anders gemacht? Wo ist der Trick? Mist. Ich war echt happy, dass ich da durchgekommen bin. Und jetzt ist genau das die Problemstelle. Und am Anfang, wir hätten es haben können. Ganz am Anfang hätten wir es haben können. Das ist das Ärgerlichste. Das ist das Ärgerlichste, ne? Wir hätten es eigentlich haben können. Es war nur noch ein Sprung über die letzte Stachel, die langsam ist. Es war nur noch der einfache Sprung. Und den habe ich versaut. Das ist bisher das Bitterste in dem Part hier. Das ist das Bitterste in dem Part hier bisher. Wenn nicht sogar im ganzen Let's Play. Weil wir jetzt so viel Zeit mehr in diesem Raum verbringen, den wir nicht haben müssen. Weil ich es nicht mehr schaffe. Das ist so bitter. Ich komme nicht mehr durch. Ich komme nicht mehr durch. Oh, das war zu schnell. Jetzt bin ich durchgekommen, aber irgendwie war der Doppelsprung nicht mehr da. Oder ich war einfach wieder unfähig. Aber ich bin mal wieder durchgekommen. Trotzdem, all das wäre nicht nötig. All das, was gerade passiert, bestimmt schon über 5 Minuten wieder oder so, die wir hier extra drauf haben. All das wäre nicht nötig. Wir sind bei 13 Minuten und wir sind gerade mal bei 1,3. Von wahrscheinlich 10. Oh je. Aber vielleicht überrascht mich das Spiel ja auch und sagt, nach 1,4 ist es Schluss. Allerdings glaube ich daran nicht. Leider. Es kommt bestimmt noch so eine Scheiße mit dem Licht und mit dem Wasser. Das gab es ja auch, ne? Es gab ja auch Wasserstellen und eben diese Lichtstellen. Hier habe ich am wenigsten Bock auf diese Lichtstellen. Muss ich einfach so sagen. Wozu schieße ich überhaupt? Bruder. Yes! Oh Gott, yes! Oh, meine Herren. Wie 2-1. Oh, okay, es sind also immer 3. Oh nein, dann kriegen wir auf jeden Fall Lichtkacke. Dann geht's vielleicht bis 5-3 oder so. Ach, die töten. Ich dachte, ich kann da drauf. Ja, moin. Dinge töten mich jetzt. Wie soll ich das denn machen? Hä?
komme da ja nicht. Ich komme da ja überhaupt nicht durch. Soll ich mich da nochmal ranhängen oder was? Oh, das wäre eine Idee. Dann hätte ich mehr Absprungsdings. Könnte genau durch die Lücke durchkommen. Ach du Scheiße. Und dann da. Igitt! Wenn das so gedacht ist, ekelhaft. ...1939 Tote übrigens. Das ist so gedacht. Scheiße. Komme ich dann nicht in einem Stück durch? Doch, ich komme da in einem Stück auch so durch. Muss nur den richtigen... ...Dings finden. Jetzt. Und dann kann ich mich ranhängen. Okay, okay, okay. Ich brauche den dann nicht. Ich muss dann springen, wenn rechts eine kleine, eine größere Lücke ist. Und dann kann ich da oben durch. Okay, alles klar, kriegen wir hin. War zu bald. Dann da noch irgendwie drumrum. Da noch irgendwie drumrum kommen. Dann funktioniert die Geschichte. Zu bald. Nice. So, jetzt darüber. So. Dann da hoch. Dann hier hoch. Dann hier rüber. Und dann da unten kann ich mich eigentlich einfach festhalten. Ne? Ich muss nur dieses, das Opening erwischen. Einen Raum geschafft. So, was passiert hier jetzt alles? Ah, da unten kann ich mich festhalten. Ah, oben theoretisch auch. Aber hier ist besser. Dann hier und dann kann ich hier stehen. Da komme ich nicht durch. Ich glaube, es geht, aber ich glaube, ich komme da nicht durch. Ich glaube, ich muss oben rum. Die haben das schon wieder so aussehen lassen, als ob man da durch könnte. Mit einem ganz gezielten Sprung, aber nee. Nee. Wir gucken uns jetzt erstmal an. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. So weit, so gut. Ich kann mich eigentlich direkt hier hinstellen. Ah, Mist. Nicht ganz. Nicht ganz. Aber soweit ging es eigentlich. Ah, ich kann mich auch hier festhalten. Da rechts. Da rechts. Oder? Müsste doch gehen. Da nicht.
Ja, gut, wenn es nicht geht, dann mache ich es wieder links. Da geht's immerhin. Mal wieder Quatsch. Hä, warum hat er sich jetzt nicht festgehalten? War ich wohl nicht nah genug dran? Wisst ihr noch, als ich mich beschwert habe, dass die ersten Räume viel zu einfach waren von diesem Abschnitt? Nicht in diesem Let's Play. Damals, als wir das Original gespielt haben. Wo ich gesagt habe, es war am Anfang so viel einfacher Quatsch, der komplett unnötig und langweilig war. Ich hätte diese Räume gerade ganz gerne wieder. Aber dann auch als einzige Räume, ne? Es ist klar. Mir ging es ja damals darum, und ich habe da auch nach wie vor recht, aber mir ging es ja damals darum, dass einfach dadurch, dass ja mehr Quatsch gekommen ist, war es halt unnötig einfach am Anfang. Einfach Zeitverschwendung quasi. Nice. So. Okay. Die letzte Schwierigkeit. Wann gehe ich hoch? Ich gehe hoch, wenn der durchgeht unten. Oh, yes. Okay. Erstmal jetzt verstehen, was da los ist. Oh je. Also ich sehe meinen ersten Safe Spot. Aber ich habe nicht sehr viele Safe Spots hier. Eieiei. Ah, das geht aber. Das geht timing-technisch. Das geht, ja, das geht ja voll klar. Okay, das geht ja voll klar. Da habe ich ja mehr als genug Zeit. Komme ich nicht direkt? Ah, nicht ganz. Ja, ganz knapp. Ganz knapp, gerade nicht. Schade. Hätte gerne abgekürzt. Ist natürlich nicht möglich. Schade. Komme ich in den schneller? Ja, mit bisschen Ungeduld meinerseits. Ja, kann ich machen. Okay. Dann müssen wir da nicht immer warten. Ist ein bisschen riskant, aber es geht. Bisher geht es meistens gut. Also kann man es noch so machen. So, jetzt kann ich hier drüben warten. Wenn der da durch ist, dann einfach hier hoch. Und dann darüber. Und das war's. Ne? Keine Gefahr mehr. Yes! Es ging nur bis 2-4. Es kommt kein Kacklicht, scheiße. Und wir sind beim Boss. Das kenne ich jetzt aus dem Stream. Ja, dann spielen wir den noch 7 Minuten. Das wird zwar nix, aber wir spielen den noch 7 Minuten. Die Maus dreht komplett durch. Und guck mal, wen wir hier haben. Kennen wir, ne? Oh, das ist ja... Oh Gott, die Schwerkraft, das habe ich beim Stream gar nicht wahrgenommen. Ja, tschüss, ne? Aua. Okay, also erste Phase war eigentlich sehr einfach. Ja, aber gerade kann ich noch nicht hochspringen. Ach, das macht der erst. Ah, verstehe. Erstmal aushalten und dann kriege ich die Schwerkraft weg. Ja, das ist einfach. Okay, und jetzt macht er den Quatsch hier. Aber auch das geht klar, wenn ich weiß, was kommt. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn nicht getroffen. Fällt er immer darunter, wo ich bin? Ah, fein Gott. Ja, macht er. Okay. Gut. Bisher aber sehr einfach. Der sah auch halt echt cool aus, der Boss. Muss ich sagen. Das sah alles sehr, sehr cool aus. Okay, ich kann ihn direkt treffen beim ersten Mal.
Das gefällt mir nicht mit den Bären hier. Okay, die Phase geht ein bisschen länger. Jetzt weiß ich nicht, was kommt. Ah. Wir hätten es gerade gehabt. Aber ich wollte es ja noch nicht. Ich wollte nochmal spielen. Ich wollte nochmal spielen, weil er so viel Spaß macht. Nein, der ist echt cool. Kann man nichts sagen. Überhaupt, der ganze Final Boss sah sehr, sehr cool aus. Ich bin sehr gespannt, wie es sich spielt. Ich habe es ja bisher nur gesehen. Was ein bisschen schade ist, weil jetzt bin ich nicht überrascht. Die Idee von dem Final Boss ist natürlich großartig, wie er designt ist. Ihr seht ja bisher nur den hier und den kennen wir halt schon aus dem ersten Teil. Aber... ja, ich will nicht spoilern. Weil für die, die es noch nicht kennen, ist es dann natürlich eine Überraschung. Für mich natürlich nicht. Man sieht es ja schon so ein bisschen. Guckt mal nach oben, was da noch so für Dateien liegen. Ja, und die eine wurde gerade geöffnet. I Wanna Run the Marathon wurde gerade geöffnet. Das war der erste. Das allererste von den Fangames, was die gebaut haben. Dann kam Warp the Worlds. Dann kam Find the Cure. Ne? Und jetzt kann man sich so grob denken, wie das hier ablaufen wird. Ach, Mist. Und es ist einfach nur eine großartige Idee. Schade, dass ich es gerade, dass ich gerade in der Endphase nochmal gestorben bin. Das war komplett unnötig. Aber was soll's. Ich bin so doof, ne? Ich bin so ungeduldig. Weil ich es schon wieder hatte eigentlich. Weil ich es eigentlich schon wieder hatte. Und dann nochmal Quatsch machen muss. Ich hätte mich für sowas so ohrfeigen einfach. Oh boy, jetzt habe ich gleich öfter getroffen. Gut zu wissen aber, dass das geht. Das erleichtert einiges. Weil die zweite Phase ist tatsächlich nicht so die angenehmste. Da braucht er einige Hits und ich kann relativ wenige machen. Dann ist es umso besser, wenn ich ihn hier schon ordentlich malträtieren kann. Vorsicht! Oh, das war knapp. Aber gut, hat funktioniert. Ich habe ihn gar nicht getroffen. Nice. So, jetzt kommen die Plattformen. Die gerade viel zu gut gelaufen sind. Also da fürchte ich fast, dass ich das Glück nicht mehr haben werde jetzt nochmal. Seht ihr ja. Ah, ich habe das Glück nicht mehr. So, zack, er macht hier zu. Das geht in den Papierkorb. Und wir spielen Warp the Worlds. Und da gab's die bösen Äpfelchen. Leider! Wusste ich gerade gar nicht, muss ich den auch nochmal spielen. Ups, ich dachte, der ist dann auch fertig. Das ist natürlich nicht so gut. Ich muss die alle spielen. Am Stück. Ich dachte, da gab es Zwischencheckpoints. Ups. Das macht die Sache jetzt schon wieder gleich unangenehm. Oh je. Ich dachte, da gab es einen Zwischencheckpoint. Hahaha. Dann war ich ja nicht mal ansatzweise am Ende von diesem Bossfight. Uiuiuiui. Ja gut, der geht aber halt auch echt leicht. Das wäre fast ein bisschen komisch, wenn man dafür direkt einen Checkpoint bekommt. Ja, ja, ja. Ist ja leider wahr.
Ist ja leider wahr. So. Also komm her, Äpfelchen, Bärchen, Früchtchen. Wait, das ist neu. Ich sehe nix. Oh Gott. Ach, verdammt. Muss ich den nochmal machen? Ah, das macht die Sache jetzt etwas unangenehmer. Zugegeben. Oh wow, voll rein. Dann werden wir wohl doch einen extra Boss-Part brauchen. So ein Käse. Das habe ich nicht mehr gewusst, dass man, oder halt nicht wahrgenommen, als ich es gesehen habe, dass man den das am Stück spielen muss. Scheiße. Ah, verdammt. Ich will es auch immer noch nicht wahrhaben. Das sieht man daran, dass ich immer noch dagegen rede. Es ist einfach nicht so. Okay. Na gut. Dann spielen wir jetzt noch, sagen wir mal noch. Noch drei Versuche, wo ich bis zur Frucht komme. Und dann soll es gut sein. Dann haben wir es genug probiert. Ich stehe hier ganz ungünstig. Das passt. Nice. Wow! Die hat mich fast gekriegt jetzt. Nein, die hat mich gekriegt. Okay, wir zählen es als Versuch, wenn ich in der dritten Phase bin. Weil in der dritten Phase kann man eigentlich nicht sterben. Das ist so gut wie zur Frucht kommen. Dann haben wir jetzt noch zwei Versuche. Also bis zur dritten Phase des ersten Kampfes. Dann zählt es als Versuch. Sonst wird der Part doch ein bisschen zu lange, wenn ich nur bis zum, nur bis zur Frucht zähle. Weil eigentlich sollte man in der Phase, wie gesagt, nicht sterben. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, 2013 übrigens. Wir haben die 2000 in diesem Part überschritten. Achievement unlocked, würde ich sagen. 2000 Tode. 2014. Vielleicht haben wir unsere Jahreszahl. Das gibt's da nicht. 2015, 2016. Ja, wir nähern uns. Heutigen Zeit. Boy. Ah! Ist das Glas, Früchte oder was auch immer der da. Es klingt wie Glas, weil es so, ne? So Geräusche macht. Klick, klick, klick. Boy. Teilweise schützen mich die Plattformen ja auch. Ach, jetzt geh halt wieder hier drüben hoch. Die Frucht ist nicht gut. Ja, da komme ich nicht ran. Oh Gott. Oh boy, die fällt ungünstig. Die fällt auch ungünstig. Da ist er weg, aber ich auch. Nein, ich nicht. Oh mein Gott. Okay. So, was kommt jetzt? Also, jetzt wieder als Versuch. Er fängt wieder an mit dem Werfen. Okay, also einfach ausweichen. Das gibt's doch nicht. Das sind so wenige, dass ich nicht ausweichen bin. Okay, letzter Versuch. Wie gesagt, Versuch ist ab dem Moment, wo wir bis zu der letzten Phase des ersten Kampfes kommen. Ach, schade. Okay, die Frucht muss ich mehr üben, aber ich muss halt immer wieder den vorher spielen. Das ist natürlich nervig. Ah, das habe ich nicht wahrgenommen. Ich wiederhole mich. Es ist so nervig, wenn ich mich immer wiederhole, ich weiß. Nervt mich selber.
So, akzeptier's doch einfach, Conan. Das ist halt so. Mach das Beste draus und jammer nicht rum. Scheiße. Okay. So viel zu nicht rumjammern. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal großer Boss-Part. Mal gucken, ob wir zwei oder drei Parts brauchen. Ich glaube, mit einem ist das hier nicht gegessen. Ich habe das nicht bedacht, dass man alle drei hintereinander machen muss. Ich dachte, es gab Zwischencheckpoints. Stellt sich raus, ich bin dumm. Danke fürs Zuschauen und tschüss.